Rede mit Sammy und Elise. Gut, gehen wir wieder hoch. Ich glaube, genau hier lang. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden. Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach Junge, die Augen ich auf! Ich dich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt, alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Na los. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Suppenküche, Warm Hearts. Also es ist 20. Februar. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Okay. Serviere das Gumbo. Wo ist das Gumbo? Ach hier. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Okay, das hätten wir natürlich auch besser grafisch darstellen können, aber es ist mir egal. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Na los. Achso, Gumbo servieren. Ich muss auch drücken, sehe ich gerade. Danke. Bitte. Guten Morgen. Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wiederzusehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mal. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Oh, was? Über Decken springen? Okay, was? Ich muss da eng nicht drüber nach! Erschieß ihn! Komm her! Ich bin im Visier!
dich mach ich fertig. Bam! So schnell geht das. François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macout und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selmacano. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Celui qui sait, diverse celle. Suscite l'hostilité. Wäre schön, wenn sie das auch Übersetzungen machen würden. Habe ich kein Wort verstanden, das gerade. Storyauftrag. Wie kann es vorbei sein? Das Letzte, was Sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treffe dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Schwimm zum Dock, okay. Wie viele Männer schicken wir los? 2 Teams. Eins greift die Bar an, das andere verlassen. Schleichen. Schleich dich an deine Gegner an und verbirg dich vor ihnen. Die gegnerische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Kommst du deinen Opfern zu nah oder machst du Lärm, weitet sich diese Markierung aus. Dann werden die Gegner anfangen, nach dir zu suchen. Wenn du schleichst, machst du weniger Lärm und hältst dich aus dem Blickfeld der Gegner raus. Während Gegner nach dir suchen, bleib in Deckung. Sobald die Suche endet, verschwindet die Aufmerksamkeitsmarkierung. Okay.
hören erst auf, wenn der alte Mann dort ist. Er, Alice und der andere Kerl. Lincoln, Clay. Genau der. Diesmal wird er uns nicht entkommen. Papa Legba, öffne mir das Tor. Adibon Legba, öffne mir das Tor. So, der ist erstmal weg. Wir gucken mal, wie der erstmal läuft, bevor wir jetzt weiter vorgehen. Los, 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 los. So, den packen wir mal weg. Das war halt knapp. Hätte auch schief ausgehen können. So. Wow. Sieht man wieder, wie ein Krokodil kommt und den wegnimmt? Nee. Ist hier irgendwas drin, was Tolles? Oder hier unten? Oh, ein Messer. Oh. Ein Sturmgewehr. Ja, packen wir erstmal weg. Aha. Pfeifen. Pfeife leise, um eine Gruppe von Gegnern aufzuteilen oder vorzulocken. Pfeifen ist dann nach links drücken. Okay. Der Boss hat der Angst, dass Sammy uns Margano auf den Hals geätzt hätte. Der weiße Arsch kümmert sich doch einen Scheißdreck um so einen ausgelutschten Nigger. Solange das Geld reinkommt, ist es Margano egal, wer es ihm überreicht. Was zum Henker? Okay. Oh, schön, ich mag so Schleichspiele. So, und den bringen wir mal schnell weg. Einmal ins Wasser, bitte. Schön. Ist hier irgendwas drin? Nee.
Aber da steht jemand. Da stehen drei. Hole ich mir so. Und jetzt bringe ich auch mal weg. Guck mal hier. Hier kannst du schlafen. Die Automatik lieber. Die hat ein bisschen mehr Schuss. Guck ich mal hier durchkomme. Wir sollten da an denen vorbeikommen. Da läuft noch einer rum. Wo geht der hin? Hier kann ich den dann beseitigen. So, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp.